Yo, Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Frost. Ja, ihr habt ja gemerkt, dass Samstag kein Video rauskam. Es hatte folgenden Grund, ich war wirklich ziemlich am Arsch. Und zwar ging es mir wirklich ziemlich schlecht. Ich habe wirklich für eine Aufnahme 2 Stunden gebraucht. Ich habe eine Runde Slime Ranger aufgenommen. Aber das Ganze möchte ich eigentlich gar nicht so gerne hochladen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich es trotzdem hochladen soll. Und zwar ist das so gewesen, dass ich wirklich 2 Stunden dafür gebraucht habe, wo ich normalerweise nur eine halbe Stunde für brauche. Und ich war wirklich die ganze Zeit nur am Husten. Es ging einfach nicht. Man hört auch jetzt, dass meine Stimme immer noch nicht ganz so in Ordnung ist. Natürlich werde ich das ein bisschen nachbearbeiten und wie auch immer, aber ihr hört es vielleicht ein bisschen raus, es hört sich ein bisschen anders an als sonst. Und zwar, Leute, im Livestream ist uns das Haus kaputt gegangen. Ja, wisst ihr noch da hinten, wo die Fahne ist? Ich glaube, das war beim Game und zwar haben wir da ja ein Haus gebaut, beziehungsweise es war ein bisschen größer und da ist es so gewesen, dass die Kannibalen da so lange gegengeschlagen haben, bis da wirklich nichts mehr übrig war. Das heißt, ich möchte in dieser Folge gerne ein neues Haus bauen. Und zwar möchte ich diesmal wirklich komplett ein eigenes Haus bauen und zwar nicht ein vorgefertigtes, sondern wirklich ein komplett eigenes. Und ich habe noch keine Ahnung, wo ich das Ganze eigentlich hinsetzen möchte. Ich möchte das eigentlich ungern irgendwie in die Nähe von den Kannibalen setzen. Aber wenn das nicht anders geht, dann bauen wir es da auf jeden Fall hin. Wir könnten das ja vielleicht an die Schlucht machen, weil da ist es ja relativ gut. Aber das Problem ist, da kommen wir nicht ganz so an Holz ran. Das heißt, wenn wir es hier zum Beispiel bauen würden, dann würden wir hier eher so ans Holz rankommen. Und wie auch immer, Problem dabei ist natürlich, dass da hinten ein Kannibalendorf ist. Das heißt, wir könnten das eventuell hier irgendwie in so einem Wald bauen oder so. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, wo wir das genau hinbauen möchten. Auf jeden Fall möchte ich in dieser Folge sowas erstmal beginnen und erstmal das Grundgerüst so ein bisschen bauen. Das Material und so können wir natürlich im Stream sammeln, aber das Grundgerüst möchte ich gerne in dieser Folge fertig machen. Also wir haben relativ viel gemacht in der Folge und ich habe auch relativ viel Knochenrüstung. Wir haben auch ein bisschen was verloren, wie auch immer, aber das ist nicht ganz so schlimm. Das heißt, wir haben wirklich, wir haben noch eine komplette Ersatzknochenrüstung und wir haben halt hier noch relativ viel Knochenrüstung. Das heißt, wir sind auf jeden Fall gut dabei und eigentlich könnte ich die Knochenrüstung auch anziehen. Also, wir ziehen die mal an und dann, ich weiß gar nicht, ob ich mit den Knochen was hinkriege. 1, 2, 3... So, ach so, stimmt, wir haben gar keine Kleidung mehr. Für die Leute, die nicht wissen, was im Stream so passiert ist und so, wir haben alles für die Knochenrüstung aufgebraucht. Und deswegen ist das so, dass wir halt komplett gar keine Kleidung mehr haben. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Wir werden auf jeden Fall noch in nächster Zeit was finden. Und wir werden jetzt erstmal gucken, wo wir am besten bauen können. Da hinten war ich eigentlich noch nie und da ist eigentlich relativ viel Wald. Das heißt, wir könnten da vielleicht mal probieren, ob wir da eventuell was bauen können. Ja, hier haben wir ja schon mal eine Fahne gesetzt. Also hier hatten wir die Taucherrüstung, Ausrüstung gefunden und wir hatten da, glaube ich, auch die Leuchtpistole gefunden. Ich weiß gar nicht, Leuchtpistole müssten wir eigentlich im Inventar haben. Ich gucke gleich nochmal nach, wenn wir hier drüben sind. Ich finde das ein bisschen schade, dass wir so langsam schwimmen. Also das ist wirklich, wenn ich jetzt schwimmen würde im echten Leben, würde ich wesentlich schneller schwimmen können, weil ich dann ja auch kraul und beziehungsweise richtig Speed gebe. Aber irgendwie hat das Spiel das noch nicht ganz übernommen. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon mal und hier haben wir auch die Leuchtpistole gefunden. Da haben wir jetzt auf jeden Fall wieder Munition und das ist eigentlich ganz cool. Und wir nehmen noch ein paar Elektronikteile mit, weil damit können wir, okay, wir haben auf jeden Fall genug Elektronikteile. Ich weiß nicht, ob wir die irgendwo bunkern können, so wie die Knochen, aber den Stein werfen wir jetzt erstmal weg. Okay, also ich wollte hier hinten mal gucken, ob wir hinten irgendwas bauen können, weil wir haben ja jetzt die Modern Axt und damit geht das ja wesentlich schneller alles, das Holzfällen und so weiter. Und das ist wirklich richtig, richtig cool. Das heißt, wir brauchen nicht wirklich so viel Kraft und es geht wirklich wahnsinnig schnell. Da hinten ist auf jeden Fall, glaube ich, noch ein Kannibalendorf. Nein, hier sind auf jeden Fall ein paar Auswanderer gewesen, aber wie auch immer, gibt es hier noch irgendwas? Nein, hier gibt es nichts. Aber hier haben wir auf jeden Fall noch eine Schlucht gefunden, sei schon. Hier einen kleinen, ja, ich weiß nicht, ist das so ein Brunnen, so ein Gang nach unten, wie auch immer. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal rein und gucken, was da ist. Ich will mal gucken, ob hier was in den Zelten ist. In den Zelten ist nichts, aber da brauchen wir brauchen ja eigentlich auch nicht so wirklich was. Aber wäre natürlich cool gewesen, wenn da was gewesen wäre. Ja, also ich möchte auf jeden Fall hier gerne, wir wissen ja, wo es nach Hause geht. Ich möchte hier auf jeden Fall gerne etwas finden, wo wir unser neues Zuhause bauen können. Und zwar möchte ich das Ganze zwar ein bisschen öffentlicher machen. Hier ist noch eine Schildkröte. Und ja, ein bisschen öffentlicher machen, aber dafür hochgesetzt. Das heißt, dass die Kannibalen da nicht hochklettern können. Ich hoffe natürlich, dass sie unten nicht alles kaputt schlagen, damit alles kaputt geht und so, dass wir da irgendwie runterfallen oder so. Aber ich denke, das machen die nicht, weil wir dann ziemlich weit oben sein werden. Ich weiß noch nicht, ob wir da eine Treppe nach oben bauen oder ob wir einfach erstmal ein Seil nehmen und da dann hochklettern, wo die Kannibalen natürlich das nicht
nicht schaffen. Und da müssen wir einfach mal gucken, ob wir das eventuell hinbekommen. Sind hier irgendwo Kannibalendörfer oder so? Das müsste ich vorher wissen. Ich kenne die Karte noch nicht komplett auswendig. Deswegen weiß ich das natürlich nicht. Hier könnte eventuell noch eine Schlucht sein. Hier hatten wir, glaube ich, irgendwo die Modern Axt gefunden. Also ich glaube, ja. Ich glaube, da sind wir irgendwie reingegangen. Ich weiß nicht, ob hier... Das sieht so ein bisschen nach einem Höhleneingang aus. Aber ich weiß nicht, ob da ein Höhleneingang ist. Nein, da ist gar kein... Ist da ein Höhleneingang? Ich weiß es gar nicht. Nee, hier ist kein Höhleneingang. Sah aber so ein bisschen so aus. Wäre natürlich cool gewesen, wenn da ein Höhleneingang gewesen wäre. So, ich möchte eigentlich gerne hier den Berg hoch. Wir machen das wie in Skyrim. So die Skyrim-Taktik. Einfach den Berg so hoch sprinten. Das ist ideal. Wir backen uns da im Grunde nur einmal hoch. Und ja, ich weiß gar nicht, was da hinten ist. Da hinten ist, scheint ein Totem zu sein oder sowas. Nein, das ist gar kein Totem. Das ist ein Baum. Ich dachte eben, das wäre ein Totem oder so. Das ist so ein kleiner Baum. Hier, ich weiß nicht, was passiert, wenn wir den abstreichen. Achso, da passiert nichts. Kriegen wir auch kein Holz oder so. Doch, kriegen wir doch. Wir kriegen doch Holz. Hier beginnt auf jeden Fall die Schneelandschaft. Ich möchte hier eigentlich noch gar nicht so gerne hin, weil wir noch nicht die Boots haben dafür und so. Ich weiß gar nicht, haben wir inzwischen... Hatte ich die Boots angezogen? Ich weiß es gar nicht. Hatten wir Boots gemacht? Ich bin mir gar nicht so sicher. Hier ist auf jeden Fall so ein Wildschwein. Ich weiß nicht, ob wir das Ganze töten können. Zack, zack. Und dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Fleisch hier. Das können wir eigentlich auch nochmal töten, wenn wir es natürlich bekommen. Das ist natürlich so eine Sache. Okay, ich wollte das eigentlich nicht, ich habe den Kopf aus Versehen eingesammelt. So, wir töten das Schwein hier auch noch und dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen Fleisch. So, das ist eigentlich recht cool. Wie viel Fleisch haben wir jetzt? Okay, das geht eigentlich, das geht voll durch. Okay, ich wollte gerne hier eventuell, das sieht nämlich eigentlich richtig cool aus, so nah an der Schneelandschaft, möchte ich gerne irgendwie das Haus bauen. Aber hier ist auch so ein bisschen eine Schräge, also ich weiß nicht, ob das ganz so empfehlenswert wäre, hier das zu bauen, aber irgendwie sieht das ganz cool aus hier. Also hier ist auf jeden Fall genug Platz. Ich weiß nicht, ob wir es da unten vielleicht noch bauen müssen. Auf jeden Fall, ja, ich laufe eigentlich schon die ganze Zeit die Folge so ein bisschen rum. Und ich möchte die auch gar nicht so verschwenden. Das heißt, ich möchte irgendwo gerne einen Platz finden. Ja, ich glaube, ich baue das Ganze hier. Ja, und dann beginnen wir hier einfach unsere Basis zu bauen. Und zwar muss ich da in das Crafting-Menü. Das Crafting-Menü war, glaube ich, unter Building, Baby-Building. Und dann haben wir hier nämlich diese Plattform und sowas. Also da können wir da auf jeden Fall mal gucken. Wir haben da auf jeden Fall diese Plattform, diese Custom-Plattform. Nein, das können wir damit irgendwie... Ich glaube, das sind diese Plattformen, die wir... Ich weiß das gar nicht. Ich bin mir gar nicht sicher. So, hier werden wir auf jeden Fall erstmal ein Fundament legen, damit das Ganze natürlich auch gerade ist. Und zwar können wir hiermit so ein kleines Fundament legen, was auch wirklich gerade ist, damit wir da auch eventuell irgendwas drauf bauen können und wie auch immer. Ich möchte mal gucken, ob ich die Schlucht noch so ein bisschen mit einbinden kann. Das wäre natürlich mega cool, aber das machen wir, glaube ich, erst später. So, und das ist der letzte Punkt hier und dann haben wir so eine kleine Plattform, die werden wir erstmal bauen und da werden wir unser Haus drauf bauen. Das sieht erstmal so ein bisschen stumpf aus, weil das einfach nur so ein bisschen eckig ist, aber da wird auf jeden Fall ein richtig geiles Gebäude draus werden. Da, das werdet ihr auf jeden Fall noch sehen. Also ich habe das erstmal so ein bisschen schräg gebaut, dass es nicht ganz so aussieht wie ein hingeklatschtes Viereck einfach. Also so, nicht so ein bisschen wie Minecraft, sondern so ein bisschen, ja, ein bisschen runder auf jeden Fall. Das ist zwar nicht wunderschön, aber das wird auf jeden Fall noch richtig geil aussehen. So, wir haben jetzt auf jeden Fall die Grundplattform. Das heißt, wir müssen so ein bisschen Holz dafür farmen. Ich weiß aber noch nicht genau, wie wir das genau machen da. Auf jeden Fall werde ich im Livestream so ein bisschen da weitermachen und das heißt, es wird übelst geil nachher und das wird auch richtig gut aussehen. Ja, wir sind so ein bisschen nah an der Schneelandschaft, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, trauen sich die Kannibalen eigentlich in den Schnee? Ich bin mir da gar nicht sicher, wie viel Holz brauchen wir denn dafür? Da brauchen wir eigentlich eine ganze Menge Holz für. Das kriegen wir aber locker easy hin, weil wir sind hier ziemlich nah am Wald. Das war auch so ein bisschen geplant, dass wir so ein bisschen Holz in der Nähe haben, weil wir sonst natürlich so ein großes Gebäude nicht so richtig bauen können. Wir tun uns ja schon schwer bei der Schlucht, weil da ja nicht so ganz viele Bäume sind. Ich habe auch gemerkt, was war das? Was? Wir haben einfach einen Vogel getötet. Okay, alles klar. Ist nicht ganz so schlimm. Den können wir aber direkt einsammeln. So, dann haben wir nämlich ein paar Federn. Also, wir müssen halt gucken, wie viel Holz wir dafür wirklich brauchen für diese Plattform, weil wir natürlich wirklich wollen, dass da wirklich ein richtig geiles Haus drauf wird. Wie gesagt, es sieht jetzt im Moment noch ein bisschen stumpf aus, aber das ist immer so mit dem Grundgerüst. Das sieht immer ein bisschen sehr einfach gebaut aus, sag ich mal. Und gerade weil wir die Modern Axt haben, brauchen wir gar nicht mehr so viel Energie und so. Und wir hauen da wirklich easy going, hauen wir die Bäume einfach weg und dann kriegen wir natürlich entsprechend auch viel mehr Holz raus. Ich weiß gar nicht, wie viel Energie das braucht. Wir müssen auf jeden Fall
Fall noch was essen. Und zwar haben wir hier noch eine Soda. Das heißt, trinken ist auf jeden Fall voll. Und wir müssen ein paar, ich weiß gar nicht, wie viele Stöcker wir haben. Wir brauchen ein paar Stöcker. Einfach aus dem Grund, weil wir ein bisschen was essen müssen. So, wir fangen schon ein bisschen leicht an zu frieren. Das ist nicht ganz so gut. Wir brauchen auf jeden Fall diese Schneeboots nachher. Und wir brauchen auch noch ein bisschen was anderes. Also, wir haben das Grundgerüst auf jeden Fall hier schon gebaut. Also, nicht direkt gebaut, sondern wir haben es auf jeden Fall schon mal eingezeichnet und wie auch immer. Und Freitag werden wir sicherlich einen Livestream machen. Also, wenn ihr Bock darauf habt, seid auf jeden Fall dabei. Freitag 20 Uhr werden wir einen Livestream machen. Und hier werden wir hier bei The Forest auf jeden Fall weitermachen, dieses Grundgerüst. Und nächstes Mal haben wir dann wirklich ein megamäßiges Haus. Also, dann können wir auf jeden Fall sagen, dass wir schon so, ja, eigentlich drei Häuser, aber weil das eine ja kaputt gegangen ist, dass wir auf jeden Fall ein zweites Haus haben, was wirklich megamäßig ist, was wir gut verteidigen können. Hier werden wir noch drumherum ein paar Fallen bauen und das werden wir alles im Livestream machen. Das heißt, wenn ihr das Ganze mitkriegen wollt, wie das Ganze gebaut wird, dann seid auf jeden Fall Freitag 20 Uhr beim Livestream dabei. Damit würde ich sagen, beende ich die Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir unten in die Kommentare, ob du beim Livestream dabei bist oder nicht. Und wenn du keine Folge The Forest mehr verpassen möchtest, dann kannst du hier unten abonnieren. Ciao, Leute!